Vielleicht kennst du ja das folgende Zitat. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht. Dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Walter Ulbricht, am 15. Juni 1961, keine 2 Monate vor dem Bau der Mauer. Ab welcher Stelle war dir bewusst, welche berühmte Aussage gerade zitiert wurde? Schreib dazu doch jetzt gerne einen Kommentar. Allein diese Lüge selbst auszusprechen, war schon eine Überwindung. Damit Sally, Servus und Hey! Ich bin der Max und heiße dich herzlich willkommen bei Literaturtrunken. Auf diesem Kanal findest du informative und kreative Buchempfehlungen und Rezensionen. Ich thematisiere in diesem Video das Buch 3,5 Stunden. Welches von Robert Krause geschrieben wurde und die Verfilmung dazu auch schon in der ARD zu sehen war. Doch lohnt es sich, eher das Buch zu lesen? Vorab fasse ich, wie immer ohne zu viel zu verraten, die Handlung zusammen. Im Anschluss dazu erfährst du meine Bewertung und meine Meinung und im Fazit verrate ich dir, für welche Leserschaft das Buch am besten geeignet ist. Damit alles einsteigen! Wir begeben uns 6 Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit. Es ist Sonntag, der 13. August 1961, kurz nach 8 Uhr morgens. Im Münchner Hauptbahnhof verlässt ein Interzonenzug die bayerische Hauptstadt in Richtung Ost-Berlin. Während einige der Passagiere an den Zwischenstopps wie Nürnberg oder Bamberg den Zug wieder verlassen werden, beabsichtigt der Großteil der anderen Fahrgäste, zurück in ihre Heimat weiterzufahren, die DDR. Doch nach etwa 2 Stunden Fahrzeit macht erst ein Gerücht die Runde, welches wenig später zur schaurigen Gewissheit wird. In Berlin werden die letzten Übergänge in den Westen geschlossen, eine Mauer gebaut und die innerdeutsche Grenze soll abgeriegelt werden. Für immer. Unter den Reisenden befinden sich unter anderem Familien mit ihren Kindern, ein älteres Ehepaar, eine Band junger Musiker, ein Kommissar und eine ehemalige Spitzensportlerin mit ihrem Schützling an ihrer Seite. Sie alle unterscheiden sich in ihren Beweggründen für ihren Aufenthalt im Westen sowie für ihre Rückkehr in den Osten und haben ihre Vergangenheit, Geheimnisse und Sehnsüchte mit in ihr jeweiliges Abteil genommen. Ihnen bleiben nun 3,5 Stunden für die größte und schwerste Entscheidung ihres Lebens. Sitzen bleiben und in eine ungewisse Zukunft fahren oder vor der Grenze in eine ungewisse Zukunft aussteigen. Vorweg ein paar Worte zum Autor. Robert Krause beendete noch in der DDR eine Ausbildung zum Tischler, bevor er mit 19 Jahren in die Bundesrepublik floh. Nach einem Studium der Informatik studierte er später Film und arbeitet nun unter anderem als Regisseur und Drehbuchautor. 3,5 Stunden ist sein erster Roman und, kleiner Funfact, er basiert wohl auf wahren Erlebnissen seiner Großeltern. Es sind nun mittlerweile 60 Jahre vergangen, als das Regime der Deutschen Demokratischen Republik seine Pläne, weitere Bürger an einer Flucht in den Westen zu hindern, in die Tat umsetzte, am 13. August 1961 West-Berlin einmauerte und damit die deutsche Teilung wortwörtlich zementierte. Ist ja auch interessant, dass sich dieses Ereignis an einem Freitag, den 13., jährt, oder? Nicht, dass ich sonderlich abergläubisch wäre, ich wollte es nur mal erwähnt haben. In seinem Roman 3,5 Stunden lässt Robert Krause die Leserschaft an deutsch-deutscher Zeitgeschichte teilhaben. Nach einer Vorstellung der meisten agierenden Personen wird man schnell in die Handlung hineingezogen, da es zum Beispiel sehr faszinierend ist, wie unterschiedlich die Menschen auf die Nachricht des Mauerbaus reagieren. Sie alle haben, wie bereits erwähnt, ihre Vergangenheit und ihre Beweggründe. Seien es Erfahrungen aus dem Krieg, Begegnungen mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder Beziehungen in der Heimat. Und je mehr Minuten dieses entscheidenden Zeitfensters verstreichen,
Umso mitfühlender wird über die Zukunft diskutiert und gestritten. Für mich persönlich war die Sache von Anfang an eindeutig. Natürlich würde ich aussteigen und lieber im Westen bleiben. Der Autor schafft es aber im Verlauf der Handlung gekonnt, an dieser Einstellung den Zweifel nagen zu lassen. Schließlich würde man mit einer solchen Entscheidung sein Zuhause und seine Arbeit verlieren und womöglich seine Familie und Freunde nie wiedersehen. Wäre es das wirklich wert? Was es hingegen mit Sicherheit wert ist, ist bei Gefallen diesem Video eine positive Bewertung zu geben und den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du keine meiner zukünftigen Rezensionen mehr verpasst. Vielen Dank! Ebenfalls hat mir sehr gut das differenzierte Bild gefallen, welches Krause von West und Ost aufzeigt. Man erfährt, nach welchen Werten gelebt wurde und die Vorzüge eines jeden Systems. Im Gegenzug wird aber auch der Fokus auf die Schwachstellen gelegt und Kritik geübt. Dies hilft auch dabei, sich noch besser in die betroffenen Reisenden hineinzuversetzen und ihre Entscheidungen nachvollziehen zu können. Am Schreibstil des Autors kann man eigentlich auch nichts aussetzen. Das Buch ist allgemein sehr angenehm zu lesen und da die Geschehnisse aus verschiedenen Sichtweisen der Personen erzählt und immer wieder gut platzierte Cliffhanger eingebaut werden, ist die Handlung sogar größtenteils so dramatisch, spannend und mitreißend wie ein Krimi. Ach, übrigens kannst du bei Interesse den Buchhandel und mich gerne ohne Mehrkosten unterstützen, indem du dir das Buch über den Link in der Videobeschreibung bestellst. Okay, lass mich das Buch wie folgt zusammenfassen. 6 Jahrzehnte sind vergangen, als ein gigantisches Bauprojekt das Leben von Millionen Menschen für ganze 28 Jahre veränderte und beeinflusste. Alle, die jetzt gingen, verloren ihr Zuhause. Alle, die weiterfuhren, ihre Freiheit. Dieser Satz aus dem Buch hat mich am meisten beeindruckt. Treffender kann man den inneren Konflikt wohl nicht beschreiben, den die Protagonisten an diesem wegweisenden Sonntag im August mit sich auszufechten hatten. 3,5 Stunden nimmt uns mit in eine Zeit großer politischer Spannungen, in der ein Volk voneinander abgeschottet wurde. Eine Trennung, welche leider noch heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, zu spüren ist. Ein Roman, welcher bei manchen Erinnerungen hervorrufen wird und anderen einen auffühlenden Einblick in diese Zeit verschafft. Doch vor allem zeigt er uns auf, was unsere gegenwärtige Freiheit bedeutet und wie wertvoll sie doch ist. Damit bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass dir mein Video zu diesem Buch gefallen hat. Zeige es mir doch jetzt gerne mit einem Like und oder einem Kommentar. Für ein weiteres Buch, dessen Handlung sich in der Vergangenheit abspielt, klicke jetzt auf das Video rechts unten, welches dich in die Zeit der Pest zurückversetzt. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bleib gesund und stets Literaturtrunken!